Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege. Wir spielen heute mal mit Twitchy Bitchy. Ja. Ich muss ein bisschen GIGN spielen. Und ja. Mal schauen. Young Chocolate, Elite Steed und Dead Cool Guy. Ah ja, gucken wir mal, was die so alles haben. Oh, was ist das denn da für eine Tarnung? Dead Cool Guy? Hä? Vielleicht eine saisonale Tarnung. Ach ja, unser Team ist schon fast fertig und die... Oh, ich sag mal lieber nichts. Wir spielen natürlich locker. Wir spielen nicht Ranked, das habe ich ja in der letzten Folge gesagt. Ein bisschen Abwechslung. Jetzt können wir ein bisschen lockerer spielen, trotzdem werde ich mir Mühe geben. Ich spiele nicht einfach nur so, weil ich eine Folge aufnehmen will, sondern weil ich auch ein bisschen was reißen möchte. Und... Ach ne, die Kamera muss... Dafür muss ich keinen Schuss... Oh! War das Cavera, die jemanden gekillt hat? Mama Bruna ist raus. Kann ich auch verstehen. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Okay, ich könnte auf jeden Fall die Blitzdinger kaputt schießen. Aber will ich das denn jetzt auch machen? Der hat die sicherlich noch nicht mal aufgestellt. 10 Sekunden. Ich lasse sie erstmal hier. Und mach das gleich. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Was machen die denn da schon wieder? Ey, kaum spielt man locker. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Geht hier alles so ein bisschen den Bach runter. Er hat 3 Sachen kaputt gemacht von 5. Ist auf jeden Fall eine gute Bilanz, ja. Ist doch gar nicht so schlecht. Weiß nicht, wurde entdeckt. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist Ende im Gelände. Jetzt ist die Regenbogentruppe ist da. Ist da. Bitch. Achso, ich komme ja noch gar nicht durch. Oh, was? Das war kein Headshot? Oh, schade. Oh, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Wir haben das verloren? Oh mein Gott. Und ich dachte, wir rushen die jetzt richtig zu Tode. Das war wohl... LOL! Er wollte einfach nur durch. Okay, das war natürlich nice. Das war ein bisschen lucky von ihm, aber ist okay. Oh, schade. Okay, ja, das war ein bisschen zu locker genommen gerade. Wen spielen wir denn hier auf Freizeitpark? Haben wir ihn schon ewig nicht mehr gespielt. Ich glaube Jäger, ne? Jäger haben wir schon lange nicht mehr gespielt, glaube ich. Können wir mal machen. Okay, diesmal darf ich mich nicht übernehmen. Auch wenn die jetzt vielleicht 2 Leute davon sich da töten. Die haben uns gerade zu dritt fertig gemacht. Weil 3 von uns, ich und 2 andere... ein bisschen übermütig waren, aber gut. Gehört nun mal dazu. Jetzt machen wir sie wirklich platt. Und jetzt hat jemand mal wieder einen Böller gezündet. Um 18.31 Uhr in Neujahr. Ja, gut. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahr gut. So, die PlayStation geht natürlich wieder ab. Ist klar. Hier, die Wände sind wichtig. Warte mal, die Decke da oben. Decke ist wichtig. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Kein Schaden. Okay, gut, Gott sei Dank. Nur noch 10 Sekunden. Haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert.
lokalisiert. Ist die jetzt kaputt oder nicht? Nicht in die Schusslinie des AVS geraten. Falls ja doch oben einer durchkommt. Ah, schön, dass er jetzt die Uniform auch mal rausdroppt. Ja, komm, darf ich? Ah, ich bin so blind. Schatze. Nur noch ein Gegner übrig. Okay, ich wollte gerade mitmachen. Ach, der war doch draußen. Ah, okay. Oh, da hatte der aber mehr Glück als Verstand, ey. Holy shit. Das war knapp, weil der hat ja geschossen wie eine Gurke. Links, rechts, links, rechts. Gut, Angreifer. Wen hatten wir da jetzt? Twitchy. Spielen wir mal nochmal Twitch. So, jetzt als Angreifer nicht übernehmen. Sonst klappt da nichts. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Ich bin die PlayStation. Mein Gott, ey. So, ein bisschen bewegen tue ich mich schon, damit ich auch mal so ein bisschen nah ans Ziel rankomme. Ich hoffe mal, ich werde jetzt hier keinen Gegner gegenübertreten. Wie komme ich denn da hin? Hier durch? Naja. Naja. Oh Gott, ich habe mich verfahren. Hilfe, wo geht's denn nach oben? Einsatz in 10 Sekunden. Ich kenne die Räume doch schon kaum mehr. Aha. 5 Sekunden. Ach, das sind nur Fallen Operator. Kann ich ja nicht wirklich viel machen. Also. Als Frost kann man nicht wirklich viel tun. Magazin wird geladen! Nee, lad mal nach hier. Far Cry Blood Dragoon. Oh, was? Schusszone wird gestartet. Oh! Der Doppelkill des. Der Doppel-Headshot des Todes. Ja, da kann es nicht viel tun, ne? Nein, ich wollte ihn tot twitchen. Mann! Ach man, das wäre so awesome noch gewesen, ey. Nochmal dazu. Ach so, aber er kriegt den Kill, ja? Ist klar. Oh, wie awesome war das denn? Das war zwar auch wieder lucky, aber ich habe ja gehört, dass da einer kommt. Also von daher. War so halb. Ich wollte eigentlich nur Frost töten und dann steckt der Vigil seine Birne raus. Das war so genial, ey. Holy fucking shit. Das war cool. Geil, bisher bin ich einer mit den meisten Kills von 4 Leuten. Na, mal gucken. Der hat eine Pink von 9. Der da unten... Okay. Ich habe nur eine 50k-Leitung. Ja, ich bin nichts wert. Nein, Quatsch. Alter, war das eine geile Runde gerade. Das hatte ich ja schon lange nicht mehr. So eine schöne Runde. Okay,
Okay, du machst die Wand. Perfekt, die macht die Wand. Dann helfe ich hier mal mit der letzten Wand mit. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Fahrgutbehälter gefunden. Aber es ist platziert und einsatzbereit. Ich wollte gerade sagen, eine Patrone muss doch da mal treffen, ey. 5 Sekunden noch. Beschützt den Bio-Gefahrgutbehälter. Oh. Nicht in die Schusslinie des AVS geraten. In diesem Bereich ist ein AVS aktiv. Habe ich gehört. Wenn du in dieser Zone bleibst, wirst du von einem entdeckt. Magazinwechsel! Ich hab die doch gemessert! Fotze! Ja, die meisten Kills. Woo. Da, seht ihr? Das war ein Messer. Ja, das war ein Messer, liebe Kinder. Oh, was eine geile Runde schon wieder, ey. Oh Gott. Oh, schön. Also entweder waren die Gegner nicht ganz so gut, obwohl die am Anfang uns ganz schön zerstört haben in der ersten Runde. Oder ich weiß auch nicht. Also, das war eine richtig gute Runde wieder. Schöne Folge vor allem. Das war ja fast komplettes Highlight, ey. Und vielleicht jetzt mit einer 20%igen Chance? Ja, alles klar. Dann können wir jetzt sogar nochmal ein Pack aufmachen. Ich mache keine Pack-Opening-Videos, sowas ist mir zu doof. Dafür dauert zu lange, hier irgendwelche Alpha-Packs zu sammeln. Ja, angeblich habe ich 2. Komisch. Abgeschlossen, ja. So, gucken wir mal nach, was hier drin ist. Ihr wollt das doch bestimmt alle wissen. Oh, was Blaues. Oh, das ist geil. Ich mag ja den Revolver. Der hat ja sogar Lion. Geil, finde ich gut. Ich mag die Tarnung. Schön. War doch eigentlich ganz geil. So, wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Rainbow Six Siege. Morgen dann. Haut drin und tschüss.